Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Rudi, sind wir heute aufgeregt nach diesem turbulenten Tag gestern? Nö, überhaupt nicht, deshalb nicht. Ja, war doch lustig irgendwie. Machtergreifung 5.0 daneben gegangen oder wie? Ja, wenn man da einen Dilettanten als Alterspräsidenten fungieren lässt, der keinerlei parlamentarische Erfahrung hat, ja, dann läuft das so. Ist mir auch schon in meinem Leben gegangen. Ich sollte mich für irgendetwas interessieren und darüber referieren, hatte keine Ahnung. Oh, bin ich halt hängen geblieben, ne? Ja, also von Sitzungsführung hat der Mensch ja nun mal gar keine Ahnung gehabt. Nö. Wollen wir mal sehen, was das Verfassungsgericht in Thüringen heute dazu sagt. Das ist ja kein Zustand, dass gewählte Abgeordnete ihre Geschäftsordnung nicht verändern können. Das ist ja nicht mal mehr Kindergarten, das ist einfach nur unfassbar. Also, es erstaunt mich ja nicht, weil diese wes Geistes Kind diese alle sind, ne? Das ist mir ja klar. Aber das Verhältnis dieser Leute gegenüber dem Souverän, dem Bürger, der Abgeordnete wählt, ist ja ein völlig verqueres. Da ist ein Alterspräsident, der ist nur Grüß Gott Onkel eigentlich, ja, qua War Geschäftsordnung Hindenburg auch, war ohnehin, Hindenburg auch. ja, und der ignoriert das Volk. Indem die immer meinen, diese AfDler, dass sie das Volk repräsentieren würden. Er lässt die Abgeordneten nicht zu Worte kommen, er erteilt Ordnungsrufe, für die er gar nicht zuständig ist, weil er ja eben nicht Parlamentspräsident ist, sondern eben nur Alterspräsident und. Das ist unglaublich. Die Ja. wollen so ein Präsidialsystem. Die wollen einen an der Spitze und die anderen sollen nur Staffage sein, die da unten sitzen. Genau, die wollen, Rudi, die wollen wirklich das Chaos, was sie gestern organisiert haben, nutzen, um hinterher sagen zu können, wir brauchen Höcke, den starken Mann, der muss hier mal aufräumen. Ja? Ja, Und ja. diesen Schwachsinn muss man, glaube ich, nicht mitgehen. Das ist wirklich gut, was die Parteien da gestern gemeinsam gemacht haben, die demokratischen Fraktionen alle miteinander. Man kann mit solchen Rechtsradikalen nicht zusammenarbeiten. Das haben die wieder ganz offen demonstriert. Ne? Also diesen starken Mann muss man uminterpretieren. Wir brauchen jeden starken Mann und jede starke Frau, um das Parlament zu säubern von solchen Antidemokraten. Chaoten, von solchen Chaoten, ja. Chaot, Chaoten. das wäre ja noch irgendwie verständlich. Nein, Antidemokraten. Demokratiezerstörer sind das. Das sind Ja, Verbrecher. genau. So, die Grünen haben sich auch entschieden, sie wollen sich spalten. Also ich kann das verstehen, wenn ich die Baerbock in der UN reden höre, dann frage ich mich auch immer, wo will die grüne Fraktion denn jetzt noch hin? Und die jungen Grünen haben wohl die Nase voll von dieser schwarz-grünen Politik, die da von Habeck und Baerbock gemacht wird. Die bereiten den Übergang zu Merz vor. Ich glaube, die jungen Grünen haben recht. Naja, sie machen die Grünen dann letztlich vielleicht so klein, dass es zu Schwarz-Grün nicht mehr reicht. Sehen wir es doch mal so. Ja, also ich meine, guck dir das an, die Linke, was Wagenknecht fertiggebracht hat, die Linke existiert faktisch nicht mehr, ja. Die hat auch die Linke daran erinnert, dass sie mal eine pazifistische Partei waren und. Und genau das machen ja die Grünen Jugend jetzt genauso. Ich meine, die können vielleicht dann fusionieren mit BSW, ne? Die Grüne Jugend zusammen mit BSW. Vielleicht haben sie dann auch einen anderen Namen, aber da ist Potenzial da. Entschuldigung. Nein, ich kann auch nicht mal drüber lachen. Mundwinkel vielleicht ein bisschen verziehen. Natürlich hat die Jugend an dieser Stelle recht. Sie muss rigoros denken und muss auch rigoros fordern. Und dann kommt irgendwann der Staat in seiner Komplexität. Thüringen war ja gestern ein so ein schlagendes Beispiel, dass Ja. der Staat komplex ist in seinen Verflechtungen, in Abläufen seinen einfach. Vorgehensabläufen, Vorgehensweisen. Du hast Ja. das im Europäischen Parlament mir ja auch einiges erzählt, wie viel komplexer es da noch läuft, damit der Laden überhaupt funktioniert. Ja.
Sie werden natürlich dann auch bürgerlicher werden müssen, wenn sie irgendwo an die Töpfe der Macht kommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man konservativ werden muss, ja. So sehe ich das auch. Man muss da einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Ich ja. finde das spannend. Ich finde das äußerst spannend, muss ich ehrlich sagen. Weniger spannend finde ich eigentlich die Industrie- und Handelskammern und die Wirtschaftsverbände, die ja trommeln, ne? Bürokratieabbau. Die CDU, CSU-Leute, die da in der Geschäftsführung sitzen, waren ja zum Teil 20 Jahre oder 16 Jahre bei Merkel selber im Bundestag und haben daher Erfahrung, was sie auch so an Bürokratie aufgebaut haben. Das ist schon der Hammer. Und jetzt weinen sie Krokodilstränen über die Bürokratie. Und wenn die Regierung den Bürokratieabbau anpackt, den ich sie aufgebaut haben, dann taugen die ja nichts, ne? Das ist logisch, oder? Naja, es ist mir ganz klar, jede Stunde, die ein Handwerker am Schreibtisch verbringen muss, verbringt er nicht bei Kunden. Bei Fachkräftemangel heißt das dann natürlich auch, dass er niemanden hat, den er zu den Kunden schicken kann oder zu wenige hat in Ja. seinem Laden. Und dann ist natürlich wirklich Formulare ausstellen und was weiß ich, Ja. ja, an Statistiken machen müssen für irgendein Bundesamt oder so. Das ist natürlich erstens anstrengend und zweitens time-consuming. Das Ja, verstehe ich auch, aber sorry, sorry. Dann soll man sich aber mal das ist um doch das genau andere die Regierung. kümmern. Ja, Ja, wo kriegen wir Leute her? Ja? aber das ist doch genau Regierung Merkel-Stil gewesen, die Bürokratie bloß nicht abbauen. Ich erinnere mich daran, es gab Ideen, die sogenannte A1-Erklärung zu digitalisieren, einen Sozialpass für ganz Europa zu nutzen. Da waren natürlich auch die Konservativen die Ersten, die dagegen waren. Das sind nicht nur die Sozen gewesen. Und statt dass man halt diese digitalen Ressourcen nutzt, alle dürfen sie nutzen. Ne? Wir haben ja schon oft darüber geredet. Zuckerberg, Bezos, Musk, alle benutzen die Technologie. Nur der Staat soll es bitte schön nicht tun. Ja? Ja. Und das geht halt auch nicht. Also wenn man Bürokratie abbauen will, dann muss man halt Arbeitsabläufe verschlanken, Algorithmen verschlanken. Und das ist kein Hexenwerk. Das zeigt ja gerade die Regierung auch mit ihren Vorschlägen. Aber diejenigen, die es verbockt haben, die letzten 16 Jahre, sind jetzt diejenigen, die mit nichts was zu tun hatten. Also, Das nennt man haltet den Dip, genau. Politik. Ja, Ist schon auch schlimm. da gehen die Mundwinkel weder rauf noch runter. Es kann nur ein Kopfschütteln folgen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich muss die Regierung ran. Sie muss mit Fachleuten ran. Die müssen zusehen, dass sie es hinbekommen. Und da kann man auch keine Dilettanten oder Amateure gebrauchen, auch in den Ministerien gerade nicht, sondern braucht man Fachleute, Leute, die es Ja, können und ja. Leute, die durchsetzungsfähig sind. Ja. Genau. Das sehe ich halt So, im Teil nicht. Ja. wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, machen wir, glaube ich, für heute auch mal den Laden für heute zu. Wobei ich will euch erinnern, uns zwei, alte Muppet-Opas, die schräge Type da, die könnt ihr heute Abend, wenn ihr wollt, könnt ihr mit denen direkt sprechen, ne? Und ihr seid herzlich eingeladen. Den Link findet ihr unter dem Video. Da macht der Kaminclub wieder auf. Einfach mal reingucken. Ne? Dann reden wir miteinander. Ne? Und nicht vergesse, wer es noch nicht gemacht hat. Rudi? Abonnieren. Abonnieren.